am unseren Zielbahnhof in Oldenburg angekommen. Wir gehen jetzt noch ins Hotel, checken dort erstmal ein. Übrigens bin ich jetzt zum dritten Mal schon in Oldenburg. 2010 war ich mit der Eileen Jahren hier. Ich glaube 2014 mit dem Kamil. Und dieses Jahr mit der Nina. Hallo Nina, geht's dir Hi. Gut? Ja klar, wir sind ja da. Wir sind jetzt die Nachtnachbarn. Also ich bin in 116, du in 117 und jetzt gehen wir uns noch irgendwie frisch machen oder so? Frisch machen, noch ein bisschen hier in der Gegend rumtingeln und... Dann was essen, ne? Ja, und noch Videos schneiden, also zeige ich dir. Mein Laptop ist immer noch in Münster am Reparieren, das kotzt mich so an, dass ich keine Videos schneiden kann und die Tür geht wieder zu. Ja, gerade in mein Zimmer gegangen und schaut mal, ich habe wieder... Zwei Betten, das habe ich so oft, obwohl ich ein Einzelzimmer gebucht bekomme. Also wenn nur irgendjemand von euch Interesse hat, mal irgendwie bei einem Auftritt mitzukommen und ich bleibe da über Nacht, gar kein Thema. Wir waren jetzt eben gerade noch richtig gut was essen und schaut mal, ich habe der Nina jetzt eben gerade noch einen YouTube-Kanal eingerichtet. Nina Windmüller müsst ihr auf jeden Fall abonnieren und die Nina hat sogar schon ein Abo von mir. Und wir legen uns jetzt gleich schlafen. Es ist nämlich schon 22:45 und wir wollen ja jetzt auch schon irgendwann wieder aufstehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach morgen. Es ist der nächste Tag und die Nina und ich, wir sitzen beim Frühstück. Ich habe hier schön wieder Rührei, Müsli, Orangensaft. Hier ist übrigens auch ein Brunnen, voll schön. Und die Nina sitzt da, hat auch lecker Frühstück. Und ja, das ist sehr, sehr ausgewogen. Hier muss ich also sehr vielfältig. Wir frühstücken jetzt und machen uns dann gleich auf den Weg zur EWE Arena. In der EWE Arena angekommen und hier ist schon eine richtig gute Stimmung. Die Spiele haben gerade begonnen und wir ziehen uns jetzt um und dann geht's auch schon für uns gleich los. Hey! So cool übrigens, er ist das gerade am Filmen, weil er hat nämlich auch einen YouTube-Channel und er will uns auch verlinken. Ah, hier guck mal, hier sieht man es auch mal, ganz cool, Murkel, richtig? Genau. Murkel, auf jeden Fall mal auschecken, abonnieren, alles Mögliche machen und der hat uns jetzt gerade ein bisschen gefilmt, saustark. So, die Nina und ich, wir mussten uns eben gerade in Oldenburg etwas beeilen und wir sind jetzt hier schon wieder in Bremen. Nochmal wirklich fetten Dank an den Hauke, der auf YouTube Murkel heißt. Und Murkel bedeutet im Norddeutschen oder ich glaube auch generell irgendwie sowas wie Kleinkind oder so. Genau. Und den dürft ihr auf jeden Fall auch abonnieren. Und Murkel nochmal vielen, vielen lieben Dank für die sensationellen... Für die geilen Fotos. Geilen Fotos und die geilen Videos. Und wir beide fahren jetzt wieder zurück nach Köln. In die schönste Stadt der Welt. In die schönste Stadt der Welt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst der Nina auf jeden Fall ein Abo da. Ah. Meinem Kanal auch. Und natürlich dem Video einen Daumen nach oben. Ne? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Bis bald, ciao.